Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zwerge und Zwergenfreunde zu Game of Dwarves. Ja, ich lasse gleich einfach mal weiterlaufen und unser Militär trainieren. Wir haben schon wieder die Quest abgeschlossen. Das war ja das Problem irgendwie in der letzten Aufnahmesession, dass die Quest nicht richtig abgeschlossen wurde mit dem Drachenblut. Deswegen werden wir einfach weiteres Drachenblut abbauen, weitere Tafeln finden. Uns über weiteres Turmalin freuen, was hier noch versteckt ist. Und dann werden wir weiter nach unten graben müssen. Während wir weiterhin darauf warten, dass dieser Forscher hier das Level von denen erreicht hat. So, dann gucken wir mal kurz, was gab es denn noch zum Ausgraben. Also einmal gab es Drachenblut, jede Menge. So, das können wir hier abholen. Da wäre Platin, aber wir haben ja schon wieder fast das Goldlimit erreicht. Oh, und da sitzt ein Zwerg fest. Gräberzwerg, nein, nicht festsitzen. Hier wäre noch etwas Stein zu holen an der Stelle. Ja, da wollen wir ja später weitergraben. Wir wollten ja erstmal alles hier drüben abchecken. Also holen wir uns erstmal hier das Turmalin. Sehr schön. Und dann geht's mal hier drüben in den Raum rein. Von da aus können wir uns in den Raum buddeln. Da drüben wollten wir, wie gesagt, noch nicht hin. Wir holen uns erstmal noch mehr Drachenblut. Und dann gehen wir hier unten erstmal weiter. Ah, ich dachte mir schon, dass da noch mehr Drachenblut versteckt ist. Genauso wie ich mir denke, dass hier noch Drachenblut ist. So, buddelt hier schon einer in die Richtung? Nein, noch nicht. Wo ist Buddelzwerg Nummer 3? Da ist Buddelzwerg Nummer 3. Ach, der geht jetzt da buddeln. Okay. Das sieht eigentlich wieder aus wie eine Gnomenbehausung oder ein... Nein, das sieht aus wie ein Maulwurfslabyrinth. Ah ja, Maulwurfslabyrinthe bedeuten Ressourcen, die immer gut zu gebrauchen sind. So. Das hier sieht etwas größer aus. Das könnte schon wieder eine Goblin-Behausung sein. Und ja, Offensivstrategien als nächstes. Macht das meine Truppen aggro genug, dass sie einmarschieren wollen? Nicht so wirklich. Oh, du kannst doch unsterblich werden. So. Ihr säubert mal den Bereich hier von Maulwürfen. Während wir hier oben euch neue Trainingspuppen aufstellen. So, da wir genug Eisen haben, können wir auch viele bauen. Ja, das hier geht voran. Wir sammeln auch immer noch genug Holz. Ja, stimmt, wir wollten hier unten ja noch dicht machen. Da, da, da. So. Oh, wir sind in einen... Ach nein, Gnomenhort gestoßen. Auch gut.
Oh, ihr begrabt hier unten weiteres Drachenblut aus. Das ist auch praktisch von euch. Das hier sieht aus wie eine 3x3 Ader. Ich dürfte bald der Hunger packen. Aber bessere Essensrationen haben wir ja bereits erforscht. Ja, gut. Da sind noch zwei Räume und da drüben sind noch ein paar. Und den Rest, den wollten wir von da drüben aus abdecken. Ja, gut. Also würde ich mal sagen, als nächstes hier und hier. Werden die weiter trainieren. Das Marmor, was ich da hatte, habe ich wahrscheinlich schon alles ausgegraben, das hier irgendwo versteckt gewesen ist. Ich glaube, das war sogar hier in dem Bereich. Ja, das hier sieht richtig verwinkelt aus mittlerweile, was wir hier alles ausgegraben haben an Höhlen. Oh, sie holen jetzt erstmal die Steine. Auch gut. Wie sieht es eigentlich mit meinem Militär so aus? Die beiden kann ich nicht verbessern, weil ich eben kein Obsidian habe. Ich hoffe mal, dass ich in den Höhlen hier unten, die etwas abseits vom Schuss sind, weil ich habe so das Gefühl, dass es hier drüben dann doch eher weitergeht. Also ja, da grabe ich von da aus rein, da grabe ich von hier aus rein und da grabe ich von hier aus rein. Ich will nur die Höhlen hier abdecken und die da, die beiden da vielleicht noch. Oder halt nur die hier. So. Du kannst dich weiter nach unten buddeln. Oh, hier ist eine größere Turmalinader. Das finde ich nett. So. Der Weg nach oben ist auch wieder frei. Drei Punkte für Offensivstrategien. Und ja, die Höhle sieht etwas größer aus. Mal sehen, wen oder was ich da rufen, wieder herbeibeschwören werde, wenn ich da reinbuddel. Weil alles andere, was so wertvoll war, haben wir ja jetzt ausgehoben. Oh, Pause-Modus. Hat der übrigens... Ja, der hat auch noch Drachenblut in seiner Behausung. So, wo habe ich reingegraben? In eine Goblin-Behausung. Gut, das ist kein Problem. Dumm, die dumm. Und wieder los mit dem. Wo habe ich dich hier geportet? Das ist nicht so toll. Ich hoffe, ich kann dich da wieder wegporten, sonst habe ich ein Problem. So, genau, danke. Also ja, ein paar Ressourcen sind hier unten. Das ist schick. Ganz schick.
Vor allem jede Menge Turmalin wieder. Auch wenn wir nicht mehr so viel Turmalin brauchen. Was sagen meine Forscher? Er ist 15, er ist 17, er holt langsam auf. So, neue Figuren zum Üben. Ja, Bergarbeiterzwerge sind müde. Da es ja hier eigentlich hochgeht, könnte ich theoretisch hier eine Abkürzung graben. Nee. Hier eine Abkürzung graben. Oh, da ist noch mehr Turmalin. Könnte ich mit Turmalin irgendwas Schickes bauen, was den Zwergen noch besser hilft? Ich könnte drakonische Betten bauen, dafür habe ich aber allerdings keinen Mauerstein. Ich könnte mit Turmalin Turmalintische bauen. Marmortisch, nein. Keine Truhen, nix. Da, ich könnte Turmalinsessel bauen. Turmalinstühle. So. Die Idee ist gar nicht schlecht. Und noch mehr Trainingsfiguren. Du bist schon an der Arbeit. Da wird jetzt die Abkürzung gegraben. Okay, da ist Marmor versteckt gewesen. Marmor nehme ich gerne mit. Weil für 100 Marmor müsste ich 2000 Gold zahlen. Naja gut, ich müsste 10 Drachenblut verkaufen, um das Gold wieder reinzukriegen. Bei dir ist auch nichts Besonderes drin, aber von dir aus können wir dann darüber graben. Leiter. Und Leiter. Und Armee. War hier nicht noch einer? So, da war einer. Jetzt ist da keiner mehr. Und wie hübsch hinter dem Turmalin ist noch mehr. Zeug zum, noch mehr Platin. Oh, ja. Wir haben Holz. Das heißt, wir können hier weiter zumauen.